Hi zusammen, Hannes hier für notebooksbilliger.de und ich bin auf dem Mobile World Congress in Barcelona und stehe jetzt gerade am Stand von Samsung, wo wir hier das Samsung Galaxy Book 12 vor uns stehen haben und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. So, mit dem Samsung Galaxy Book hat Samsung gestern noch zwei neue Geräte vorgestellt. Einmal das 12-Zoll-Modell, was wir hier vor uns stehen haben, und das 10-Zoll-Modell, das ein bisschen kleiner ist, ein bisschen weniger Leistung hat. Aber wir widmen uns jetzt erstmal dem Großen. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, Windows 10 läuft auf dem Gerät, in dem Fall sogar die Pro-Version oder die Home-Version, je nachdem, welche Version ihr letztendlich kauft, weil hier gibt es zwei Ausführungen von. Und wenn wir erstmal kurz zu den technischen Details gehen, wir haben hier einen Core i5 der 7. Generation, sprich den Core i5-7200U verbaut. Dazu gibt es 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internen Speicher. Ist auch SSD-Speicher, also sprich eine Samsung PCI Express SSD. Alternativ, wer ein bisschen mehr Geld investieren will, kann das Gerät auch mit 8 GB RAM und 256 GB SSD kaufen. Ja, und da ist dann eben auch der Unterschied. 4 GB RAM, 128 GB SSD kommt mit Windows 10 Home und die andere Version dann eben mit Windows 10 Pro. Ansonsten, 12 Zoll Display, wie gesagt, Super AMOLED Display in dem Fall sogar. 3:2 Display-Verhältnis oder Seitenverhältnis mit 2160x1440 Pixeln, das ergibt 216 ppi. Ja, also es ist wirklich schön scharf, das Display, schön hohe Auflösung. Nicht ganz so hoch wie beim Surface Pro beispielsweise oder beim Surface Book, aber immer noch sehr, sehr hoch für so ein 12 Zoll Tablet. Von den Anschlüssen, wir haben zwei USB Type-C-Anschlüsse, die haben wir hier an der Seite. Ja, einer ist jetzt hier verdeckt durch den Slot und einer ist darüber noch frei. An beiden kann übrigens das Gerät geladen werden. Hier haben wir noch den normalen Klinkenanschluss. Lautsprecher ist hier oben noch. Schauen wir mal fix von oben drauf. Powerbutton, Lautstärkewippe ist hier natürlich noch. Hier der Luftauslass für die Kühlung. Und andere Seite haben wir eben nochmal noch einen Lautsprecher. Und hier die Besonderheit noch einen SIM-Karten-Slot. Denn die Modelle gibt es auch mit LTE. Ja, also das heißt, das Ganze kann eben auch dann mobil genutzt werden. Beziehungsweise ihr könnt hier auch eine Micro-SD-Karte einsetzen. Je nachdem, was für ein Modell ihr eben letztendlich kauft. Also entweder nur SD-Karte oder eben SD-Karte und eine Nano-SIM-Karte. Wie schon erwähnt, oder wie man hier auch sieht, eine Tastatur ist direkt mit dabei, die müsst ihr nicht extra kaufen, sondern die ist direkt im Paket mit enthalten. Wie man hier schon sieht, NFC ist mit drin, das heißt, ihr könnt darüber beispielsweise Daten übertragen von eurem Smartphone auf das Gerät direkt, zum Beispiel eine Website oder ähnliches, die ihr dort eben dann aufrufen könnt. Ansonsten ist es hier eben so eine Art Type-Cover, ihr könnt hier ganz normal eben drauf schreiben. Ist auch ein schöner Druckpunkt, ein schönes Schreibgefühl, also gibt es ein schönes haptisches Feedback dabei. Und wo man eben sich auch ein bisschen bei Microsoft bedient hat, ist hier der Mechanismus. Denn es ist ja nicht unten eine magnetische Schiene und in der sitzen die Kontakte, die dann hier eben auch das Gerät mit der Docking Station oder mit der Tastatur verbinden. Was ich nicht ganz so geil finde, ist, das Gerät wird magnetisch hier von der Hülle gehalten und das leider nicht allzu fest. Ich schaue das mal hier von der Seite, ich hoffe, man kann es erkennen. Wenn man hier ein bisschen stärker drückt, man sieht, es wackelt, ja, wenn man den Touchscreen benutzt. Und wenn man eben ein bisschen stärker wackelt, ist es gerade auch schon zwei, dreimal passiert, dass eben sich der Magnet hinten einfach gelöst hat und das Tablet einfach nach hinten geknallt ist. Ist nicht so schön gemacht, also es könnte ein bisschen stärker sein, einfach der Magnet, könnte dann aber Probleme mit dem Display geben. Also vor allem liegt es daran, dass er eben nicht ganz so kräftig ist. Könnt ihr aber mehrere Positionen machen, also sprich ein bisschen steiler und ja. An sich ganz nett gedacht, aber wie gesagt, ich denke, in der Praxis gibt es da eben ein paar kleine Probleme. Genau, hier gibt es noch den steilsten Winkel, aber da eben, es wackelt immer so ein bisschen nach, also so 100% fest steht es nicht auf dieser Tastatur-Dock letztendlich. Und dann ist da ja noch der Stift zum Galaxy Book 12 und das Besondere ist hier, der Stift ist einerseits schon direkt im Lieferumfang enthalten, das heißt, ihr braucht ihn also auch nicht separat dazu kaufen. Und es ist der einzige Stift oder der einzige Active Pen sozusagen, der komplett ohne Batterie funktioniert. Also kein Akku, keine Batterie, ihr müsst da nichts aufladen, ihr müsst keine Batterie wechseln, nichts. Das Ganze funktioniert eben über das elektromagnetische Feld des Displays. Also das heißt, darüber wird der Stift mit Energie versorgt. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Und man kann den Stift natürlich ganz normal nutzen, um damit auf dem Display zu zeigen. Also ob ich jetzt hier ein Fenster verschieben will oder die Größe verschieben will. Ich will jetzt hier mal
Vollbild machen, Play-Pause machen und so weiter. Das ist natürlich alles ganz normal möglich. Aber was hier auch möglich ist, ist, es gibt eine Art Schnellzugriff-Menü. Und das ist, wenn ihr hier an den Rand geht und den Knopf drückt, das ist noch ein bisschen, genau, geht das Ganze auf. Ihr könnt hier Notizen erstellen, einfach mal, machen wir mal eine Notiz. Ja, könnt ihr also ganz normal schreiben. Können wir wegmachen wieder. So, schön ist hier das Smart Select. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr eben hier auch auf Animation tippen und könnt damit ein GIF erstellen. Beispielsweise nehmen wir hier das Video. So, ziehen wir hier auf das YouTube-Video. Spielen das wieder ab und tippen einfach einmal auf Record und schon erstellen wir eben ein GIF von diesem Video. Ja, kann eben im Prinzip alles aufnehmen, was ihr auf dem Display so treibt. Ob ihr jetzt eine Notiz schreibt und das aufschreiben wollt, ob ihr etwas zeichnet, das aufzeichnen wollt. Also all das könnt ihr eben mit diesem Feature machen, bis zu 15 Sekunden lang. Und dann erstellt euch das eben ein GIF daraus. Ist, ja, kann man in vielerlei Hinsicht benutzen. Sei es jetzt, um eine Fehlerbeschreibung an Bekannte zu senden, die einem bei Computerproblemen helfen soll, oder einfach, um ein GIF von einem witzigen Video zu erstellen, wie auch immer. GIFs sind eigentlich immer eine gute Sache. Eine weitere schöne Funktion ist hier in diesem Quick-Menü, nämlich der Screenwrite. Das heißt, jemand hat einen Screenshot vom gesamten Bildschirm und könnt dann eben hier entsprechend zeichnen, könnt auch noch Markierungen machen. Also könnt dann eben letztendlich einfach das Ganze euch ein bisschen besser notieren, wenn ihr eben Screenshot habt, wenn ihr was markieren wollt. Das ist auch eine coole Sache. Kennt man vielleicht schon von Microsoft OneNote beispielsweise. Die haben ja ein ähnliches Feature bereits drin. Und beim Surface Pro drückt man eben hinten einfach nur auf den rückseitigen Knopf und hier hat man eben dieses Schnellauswahlmenü an der Seite. Die kleinere Version hiervon, das Samsung Galaxy Book 10, ist im Prinzip identisch. Sprich, ihr habt die gleichen Funktionen mit dem Stift, ihr habt die gleichen Funktionen am Display. Hat allerdings nur einen Core i3 Prozessor. Es gibt maximal 4 GB Arbeitsspeicher, maximal 128 GB eMMC-Speicher, sprich keine SSD darin. Die kleine Version hat sogar nur 64 GB Speicher. Und ja, das sind so die Hauptunterschiede. Das Display löst auch nur mit Full HD auf, also kein HD Plus, wie sie es hier nennen, oder Full HD Plus. Das sind eigentlich schon die Hauptunterschiede und eben für diejenigen, die das Ganze ein bisschen günstiger wollen. Gut, dann so viel erstmal zum Samsung Galaxy Book hier in der 12 Zoll Version. Mehr Details unten im Blogbeitrag, da findet ihr auch alle technischen Daten, Link zum Blogbeitrag, Link zum Blog und so weiter. Und damit bis zum nächsten Mal.